Hallo meine lieben Fische und herzlich willkommen zu eurer Legung für die zweite Jahreshälfte. Meine lieben Fische, ich kann jetzt schon mal sagen, dass das eine ziemlich krasse Legung ist und dass sie wahrscheinlich nicht viele von euch anspricht, sondern dass es eine sehr spezielle Botschaft ist, die für irgendjemanden da draußen bestimmt ist, der sich, und das kann ich sagen, sehr einsam fühlt und sich ganz stark eine Partnerschaft wünscht, aber das Gefühl hat, dass das einfach nicht funktioniert. Also, wenn du über dich behauptest, ja, ich fühle mich wirklich sehr einsam und ich wünsche mir ganz stark eine Partnerschaft und es klappt irgendwie einfach nicht, dann ist es deine Botschaft. Wenn du sagst, nee, das ist überhaupt nicht meine Energie, ich fühle mich ganz anders, dann sei froh, dann ist es nicht deine Botschaft, dann mach das Video einfach aus. Aber für die Fische, für die diese Legung bestimmt ist, bei denen habe ich das Gefühl, dass es euch gerade überhaupt nicht gut geht oder vielleicht auch schon länger nicht gut geht. Ich habe versucht, hier so einen kleinen Zeitstrahl abzubilden. Ich fragte hier nach der Vergangenheit, nach der Gegenwart, nach der Zukunft. Ich fange mit der Gegenwart an. Da liegt das treue Herz. Da liegt das treue Herz ist meine Zwei-Kelche-Energie. Ich wünsche mir so sehr einen treuen Partner an meiner Seite. Ich wünsche mir so sehr jemanden, der zu mir steht, der mir loyal gegenüber ist. Eine starke Verbindung, ne? Ein treues Herz. Die Klärungskarte zu diesem treuen Herz sind die fünf Münzen und die fünf, oh, ich kriege überall Gänsehaut, meine Lieben. Und die fünf Münzen heißen hier Feeling Alone. Ne? Also hier ist diese ganz starke Sehnsucht nach einer Partnerschaft und dieses Gefühl, alleine zu sein und möglicherweise, also hier liegt ganz viel, oder ne, sie steht in so einer Dunkelheit und ich habe das Gefühl, dass das deine Energie gerade sehr stark ausdrückt, diese Einsamkeit, diese Dunkelheit und dieses Gefühl, niemanden zu haben. Ne? Und hier in der Vergangenheit liegt die Karte Tic-Tac. Und eigentlich geht es bei der Karte um Tic-Tac darum, dass man immer genug Zeit hat. Aber ich muss sie ein bisschen anders interpretieren, weil die Klärungskarte zu dieser Karte Tic-Tac war das Rad des Schicksals auf dem Kopf. Das Rad des Schicksals heißt hier Flow. Und das sagt mir irgendwie, egal welche Chance du ergreifen wolltest in deiner Vergangenheit, ne, die Zeit, egal zu welcher Zeit, du hattest irgendwie immer kein Glück, ne? Rat des Schicksals. Es hat sich nie dahin entwickelt, wo du wolltest. Du hattest möglicherweise wirklich auch über einen längeren Zeitraum eine schwierige Vergangenheit und hast irgendwie das Gefühl, kein Glück zu haben oder es fällt dir schwer, mit dem Rad des Schicksals auf dem Kopf Dinge positiv zu sehen, weil eben vielleicht auch viele negative Dinge passiert sind. So, jetzt liegt hier in der Zukunft die Karte Drama. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, ne? Also, ich lese euch gleich die Botschaft zu dieser Karte vor. Aber sie hält sich hier den Kopf, oder ne, sie hält sich hier so den Kopf und sie sitzt auch auf so einer, wie sagt man, Sanduhr. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du in deine Zukunft blickst, dann bist du da auch nicht sonderlich optimistisch gestimmt. So, die Klärungskarten zu der Karte Drama, die ich euch gleich vorlese, weil das ist die Geschichte, um die es hier geht. Und ich kann euch schon mal sagen, mit dem Tod hier unten, dass es definitiv um Schattenarbeit geht, die in deiner Zukunft liegt. Der Tod heißt Release und du musst dieses Drama und die Geschichte, wie gesagt, das sage ich zum dritten Mal, ich lese euch gleich die Botschaft vor. Du musst dich erst mit dem Drama in deiner Seele auseinandersetzen. Ne? Die Mäßigkeit fiel dazu, die Mäßigkeit ist Balance. Du musst erst dein eigenes Drama, das was da ganz tief in deiner Seele ist, und das können ganz schlimme Dinge sein, ne? Schicksalsschläge, Missbrauch, eine schlimme Kindheit. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass diese Legung hier sagt, du musst dich mit etwas, was dich selber betrifft, erstmal ganz tiefgreifend auseinandersetzen und dieses Problem lösen und in deine eigene Mitte finden, in deine innere Mitte finden, bevor im Außen diese Partnerschaft, die du dir wünschst, möglich ist, weil es da wirklich noch etwas zu transformieren gibt, weil es da wirklich noch etwas gibt, was aus deiner Seele raus möchte, was da gelöst werden möchte. Und ich lese euch jetzt vor, um was es hier geht.
Durch das unvollkommene Geflecht deines Lebens zieht sich als roter Faden eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Es ist eine Geschichte über Schmerz und Verlust, Zurückweisung und Demütigung, Selbsthass und Hochmut und all die unzähligen Formen des Leidens, die aus unnötigen Dramen geboren sind. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte und sie läuft darauf hinaus, dass du dies nicht tun, jenes nicht sagen, dich dorthin nicht begeben darfst, weil sonst deine ganze Welt ins Wanken gerät. Lass dir heute sagen, dass nichts davon wahr ist. Der Himmel fällt dir nicht auf den Kopf und die warnende Stimme, die du vernimmst, ist nur ein kleiner, verängstigter, fehlgeleiteter Teil deiner selbst, der in einem Lügengespinst gefangen ist und dich vor etwas bewahren will, dessen Opfer er einst wurde. Bringe diesen Teil deiner Selbstliebe entgegen, denn Angst ist alles, was er kennt. Angst ist ein falscher Ratgeber, der dich davon abhält, wahrhaft du selbst zu sein. Du bist nicht dasselbe wie deine Geschichte und wer sie erzählt, ist bloß die Stimme dieses ängstlichen Anteils in dir, klein, hilflos und dennoch so leicht zu besänftigen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, deswegen kriege ich hier auch überall super krasse Gänsehaut, dass ich das Gefühl habe, dass du etwas Traumatisches in deinem Leben erlebt hast, dass du immer noch mit dir rumträgst und das ist ein ganz natürliches Verhalten, dass man diese Liebe im Außen sucht, die einem irgendwann verwehrt geblieben ist oder dass man sucht, so einen Retter zu finden, jemand, der diesen ganzen Schmerz von einem nimmt. Und die Sache ist die, und ich habe das tatsächlich auch in irgendeiner Legung erzählt, ich weiß noch nicht mehr in welcher, ich habe ein Tattoo auf meinem Bein, da steht, she needed a hero, so she became. Also sie suchte sie brauchte einen Helden, also wurde sie zu einem. Und das geht hier darum, du wirst diesen Retter, den du suchst und den du vermisst, nicht finden, weil du dich selber erst retten musst. Du musst dich, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, egal was hier gleich bei den Karten rauskommt, es gibt Dinge, die muss man nicht alleine schaffen, ne? Also ich habe selber schon 2 Therapien in meinem Leben gemacht und vielleicht ist das ein Ratschlag hier, eine Therapie zu machen, jetzt anzufangen, dich mit deinen richtig krassen seelischen Verletzungen und deiner Schattenwelt auseinanderzusetzen, um eben diese Balance in dir selbst zu finden, weil das ist, ne, das ist die Veränderung, die notwendig ist, damit du das, wonach du dich so stark sehnst, eine Partnerschaft, eine stabile, loyale, glückliche Partnerschaft auch eingehen zu können. Denn wenn wir so verletzt sind, wenn wir so traumatisiert sind, dann haben wir Probleme, die sich in unseren Beziehungsdynamiken spiegeln. Ne? Wir haben Angst, wir haben Probleme zu vertrauen, wir haben Probleme uns zu öffnen, wir können nicht unbefangen oder leichter dran gehen, weil unsere Seele schwer ist. Und deswegen, wie gesagt, es ist eine sehr spezielle Botschaft, aber dieses zweite Halbjahr, was ich hier sehe, möchte dich dazu aufrufen, aufzuhören, nach Liebe im Außen zu suchen und dich stattdessen mit deinem eigenen Drama, mit deinem Schmerz, mit deinem Leid, mit deinem Trauma auseinanderzusetzen, möglicherweise durch professionelle Hilfe. Und dann, wenn du diese innere Mitte gefunden hast, wenn das in dir Ruhe gefunden hat, dann ist das, was du dir wünschst, so viel einfacher. Ne? Also gerade auch dieses Gefühl, dass man nie Glück hatte, das fand ich, also das ist schon wirklich, es ist schon eine krasse Energie, meine Lieben. So, fangen wir mal an. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich hier ein Extended mache oder ob ich bei euch einfach eine Legung durchziehe, weil ich habe das Gefühl, das ist eine Botschaft, die alle hören sollten. Also alle, die sich hier angesprochen fühlen. Ich hätte gerne eine Botschaft hier für meine Fische. Ergebnisse in Reichweite. Interessant. Okay. So,
Dann das Moonology Wünsche Orakel. Was wünscht sich deine Seele? Kenne deinen Wert, sehe ich hier schon mal. Wertschätze deine Gefühle. Liebes Universum, eine Botschaft. Was wünscht sich die Seele meiner Fische? Was wünscht sich die Seele meiner Fische? Oh, das waren zu viele. Dring tiefer ein, Neumond in Skorpion. Denke über Prioritäten nach und löse deine Ängste auf. Okay, es waren doch nicht zu viele, weil sie passen alle. Sie passen alle, meine lieben Fische. Also, dring tiefer ein und zwar ehrlich gesagt tiefer in deine Schattenwelt. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast, mein lieber Fisch, für den diese Legung bestimmt ist. Aber es gibt Dinge, da würde ich immer raten, sich helfen zu lassen. Es gibt, na, man muss manche Dinge nicht alleine in Angriff nehmen, aber löse deine Ängste auf. Also ihr merkt es vielleicht selber, ich habe gerade ein bisschen eine zittrige Stimme, weil hier liegt ein Trauma. Hier liegt ein, ich glaube, ein Kindheitstrauma oder ein Trauma aus früheren Beziehungen, dass du irgendwie versuchst, ja, hier liegt diese Energie von, ich brauche jemanden, der mich rettet. Ne? Also ich brauche einen Helden, ich brauche jemanden, der mir zeigt, dass es Liebe gibt. Aber in dir ist noch so viel Schmerz und so viel Dunkelheit und so viel Einsamkeit auch. Und gerade mit dieser Krebs-Skorpion-Energie, ne, Krebs ist Zuhause, inneres Kind, Familienthemen, Sicherheit, Geborgenheit. Und ich sehe, ich fühle, wie sehr du dir das wünschst, ich fühle, wie sehr du dich danach sehnst. Aber der Umweg, und das ist leider das, der Umweg, damit das, was du dir wünschst, in der Reichweite ist, führt leider diese Stufen hinab in die ganz dunkle Welt deiner Seele. Dring tiefer ein und löse deine Ängste auf. Okay, meine lieben Fische. Also, ich habe mich jetzt schon entschieden, ihr werdet kein Extended Reading kriegen. Ja, wir machen das jetzt hier alles auf YouTube. Ja, die Antwort, die du suchst, ist Heilung. Wirklich, ganz tiefe Heilung. Ist der Schlüssel, ne? Ist der Schlüssel zum Erfolg. Deine Seele muss erst heilen, bevor du das findest, was du dir wünschst. Ganz tief. Und ich glaube, du musst dich dafür entscheiden. Und der Eremit ist auch so ein Hinweis auf eine Therapie, ehrlich gesagt. Ne? Jemand, der dir hilft, das ist ein Guide. Jemand, der dir hilft, die Antworten zu finden. Jemand, der dir hilft, Klarheit zu geben. Ne? Eremit ist Guide. Jemand, der mit dir zusammen dieses Dickicht aus deiner Seele entschlüsselt. Weil du irgendwas Traumatisches erlebt hast. 10 Schwerter. Du hast irgendetwas erlebt, was extrem schmerzhaft war, was dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ich sehe dich immer noch hier liegen, diese 10 Schwerter im Rücken steckend. Einsam. Ne? Der Eremit ist mein einsamer Wolf. Feeling alone. Und es kann die Herrscherin auf dem Kopf. Es kann was mit deiner Mutter zu tun haben. Es kann was mit elterlicher Liebe zu tun haben. Es kann was mit Geborgenheit zu tun haben. Es kann, keine Ahnung, oh, ich kriege schon wieder überall Gänsehaut, meine Lieben. Es ist wirklich eine krasse Energie. 5 Kelche, super krasse, ne? Schwere Verletzungen, schwere Enttäuschungen, die da immer noch sind. So, ja, wir machen Shadowwork, meine lieben Fische, wir machen Shadowwork. Ich hätte gerne mal einen Blick in deine Seele.
einen Blick in deine Seele. Die zwei Stäbe. Der Ritter der Stäbe. Die zwei Kelche. Die zwei Kelche ist diese treue Herzenergie. Warum der Ritter der Stäbe? Die sieben Schwerter, habe ich mir gedacht. Okay. Ich glaube, dass du immer Liebe suchst, ne? Zwei Stäbe, dass du immer Liebe an Orten suchst, an denen du sie nicht erfährst. Ne? Der Ritter der Stäbe spricht von Unbeständigkeit, dass du oft angelogen wirst, dass du diese Erfahrungen gemacht hast. Ne? Drei Kelche an der Unterseite des Wechsels, kann auch im Freundschaftlichen sein. Dass du immer das Gefühl hast, keine beständigen Partner zu finden. Dass alle hauen ab, alle gehen fremd. Alle lügen, ne? Und dabei, also dieser Wunsch nach Loyalität, dieser Wunsch nach Treue ist riesengroß, auch in deiner Seele. Aber du suchst sie an Orten, wo sie nicht zu finden sind. Ne? Menschen mit Bindungsängsten, auf Neudeutsch, glaube ich, heißt es Fuckboys, aber diese Menschen, die eine unglaubliche Ausstrahlung auf einen haben und wo man aber eigentlich weiß, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Das suchst du aktuell Liebe, ne? Die zwei Stäbe, bei solchen Menschen, weil du vielleicht nie gelernt hast, was Geborgenheit, Sicherheit und Beständigkeit ist. Weil du vielleicht nie Vertrauen in eine Person hattest. Also ich nehme tatsächlich ganz stark Kindheit war, ne? Oder von mir aus auch irgendwelche vorherigen Partnerschaften mit irgendwelchen toxischen Menschen, Narzissten, whatever. Aber aus dem, wie wir lernen, was Beziehungen sind in unserer Kindheit, aus dem, wie wir Liebe erfahren, als etwas, was immer wieder kommt und geht, etwas, was nicht beständig da ist, das entwickelt sich ganz automatisch zu unseren Beziehungsdynamiken. Ne? Das ist so, das ist eine Prägung. Ne? Das ist eine Prägung, die wir bekommen. Und eine Prägung ist am Ende des Tages etwas, was uns vertraut vorkommt. Also das heißt, wenn du zum Beispiel Geborgenheit und Beständigkeit in deiner Kindheit nicht erfahren hast, dann ist das etwas, was du kennst. Ne? Du weißt, wie es ist, um Liebe kämpfen zu müssen. Du weißt, wie es ist, oft nicht beachtet zu werden, dich alleine zu fühlen. Und es ist so ein Automatismus. Es ist ein Automatismus, dass wir dann anfangen, irgendwann im Erwachsenenalter, diesen Automatismus in unseren Beziehungen zu suchen. Ne? Es heißt ja auch so, Frauen suchen sich oft Männer aus, die wie ihre Väter sind und umgekehrt, Männer suchen sich oft Frauen aus, die wie ihre Mütter sind. Das ist nur so ein Beispiel für diese Prägungen, die wir haben. Und du hast irgendeine negative Prägung, du hast irgendeine unbeständige Prägung. Ich weiß nicht, vielleicht waren auch deine Eltern irgendwie on-off oder sie waren oft nicht da, aber ich glaube, dass dir in deiner Kindheit nicht gezeigt wurde, wie eine stabile, loyale Beziehung ausschaut. Entweder weil deine Eltern das gelebt haben oder weil du das mit deinen Eltern erfahren hast. Und danach hältst du Ausschau, nach deiner Prägung. So, löse deine Ängste auf. Warum liegt diese Karte hier? Die drei Stäbe. Du schaust mit einer gewissen angstvollen Erwartungshaltung, die drei Stäbe sprechen von Erwartungen, in deine Zukunft. Die sechs Münzen auf dem Kopf. Und der Magier. Okay, interessant.
Der Magier ist manchmal ein Trickser für mich. Und es wird, also wenn das hier deine Legung ist, dann wirst du schon oft Erwartungen, große Erwartungen in Menschen gelegt haben, die wenig geben, viel nehmen und du dich am Ende des Tages hier verarscht oder ausgetrickst fühlst. Ne? Der Magier ist auch meine Single-Karte, das also ist eine Single-Karte, das heißt, die nie so, wo theoretisch der Magier alle Voraussetzungen gegeben sind, aber keiner war bereit zu investieren. Und ich habe das Gefühl, mit dieser Angst, ne, schaust du in deine Zukunft, dass da sowieso keiner kommt, obwohl du es dir so sehr wünschst, der wirklich bereit ist, in dich zu investieren. Weil du es nicht gelernt hast, der Page der Schwerter. Ich hätte gerne mal den Tod abgeklärt. Release heißt der Tod hier loslassen. Hier will irgendein Thema aus deiner Seele losgelassen werden. Das, was ich hier vorgelesen habe zu diesem Drama. Deine eigene Unsicherheit. Okay. Die zwei Münzen. Die zwei Münzen sprechen von Instabilität. Ne? Hier ist Balance. Und das sagt mir, dass du in dir drin noch keine Stabilität hast. Dass du viel mit dir machen hast lassen und möglicherweise auch weiterhin viel mit dir machen lässt. Der Eremit und das Gericht. Wenn du, ne, hier ist, also ich, für den, für den diese Botschaft ist, jetzt hier mit dem Eremiten auch nochmal. Ich habe hier wirklich den ganz starken Impuls, dir zu sagen, hol dir Hilfe, mach eine Therapie, damit jemand anderes, der Eremit, ne, dir Dinge aufzeigen kann, die wie eine Wiederauferstehung sind, ne, die das Gericht spricht von der Vergangenheit, die deine Vergangenheit mit dir aufarbeiten. Wo du so, das Gericht ist ein Awakening, wo du ein Awakening hast, wo du merkst, okay, in meiner Seele verändert oder jetzt verändert sich wirklich was richtig Krasses. Die amerikanischen Tarotleger oder die englischsprachigen Tarotleger sagen zum Gericht auch immer at a crossroads, an einem Scheideweg stehen, wo dir jemand hilft, eine, wie soll ich sagen, eine neue Abzweigung in deinem Leben zu gehen, die dich stärker macht oder die dir diese Instabilität, dieses Thema, das dich immer noch, ne, das Drama, was ich hier vorgelesen habe, das dich immer noch aus der Bahn werfen kann, auch in der Zukunft, ne? Das hier ist Zukunftsenergie. Das heißt, du hast so eine starke, so ein starkes Bedürfnis, so einen starken Wunsch nach Partnerschaft und nach Loyalität und nach Treue, ne, nach treues Herz. Aber es unter diesen Voraussetzungen mit, ne, dring tiefer ein, mit löse deine Ängste auf, wäre es für die Trickser, die du mit Sicherheit auch schon mal getroffen hast, auch in der Zukunft ein leichtes, dich wieder aus dem Gleichgewicht zu werfen, ne? Dich wieder in diese Situation hineinzustürzen, in der du das Gefühl hattest, ich habe einfach kein Glück, ne? Bei mir gibt es keine positiven Entwicklungen. Also, meine lieben Fische, ich will dieses Reading gar nicht groß, groß in die Länge ziehen. Denn ich will hier niemanden antriggern, der hier ganz alleine vor diesem Video hockt und ich will da nicht irgendwelche Dinge ansprechen, mit denen du dann alleine umgehen musst. Diese Botschaft rät, wenn du genau das hier fühlst, wenn du sagst,
Ich habe kein Glück in Partnerschaften, ich werde immer wieder verarscht, es sind immer einseitige Dinge. Und ehrlich gesagt, drei Stäbe erwarte ich auch nichts anderes mehr, weil ich so oft enttäuscht wurde, weil ich so oft verletzt wurde. Ich fühle mich total allein, ich stehe irgendwie im Dunkeln, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der Eremit, ne, du stehst hier im Dunkeln und du hast die Laterne in der Hand. Du hast sie, ne, du hältst sie, die Laterne aber so hinter deinem Rock und du weißt nicht, wie es weitergeht. Liegt hier jemand und es ist vielleicht ein Therapeut. Ich meine, es ist vielleicht auch ein Freund oder irgendjemand, aber es liegt hier jemand, der dir hilft, diesen Weg zu beleuchten. Und das ist die Botschaft dieser Legung an dich, meine Liebe oder mein Lieber. Dass um das, wonach du dich so sehnst, süchtig, nee, um das zu finden, nachdem du dich so sehnst, so, sollte deine Priorität, ne, der abnehmende Halbmond in Wassermann, Wassermann, Sternenergie, Heilung, sollte deine Priorität gerade nicht das Außen betreffen, nicht das Finden eines Partners treffen, nicht ob die Welt gut ist oder schlecht ist, sondern deine Priorität sollte sein, dich ganz tief mit dir selber auseinanderzusetzen und hier am Ende des Tages nicht nur ein Awakening zu haben, sondern auch eine Wiederauferstehung. Und ich glaube, dass ich dieses Reading hier tatsächlich nicht länger ausführen möchte, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Botschaft außerhalb meiner Kompetenz liegt. Ne? Wenn du irgendwelche richtig krassen Traumas, Leid, Schmerz, Verluste erlitten haben musst, die du immer noch mit dir rumträgst, die dich immer noch aus dem Gleichgewicht bringen. Hier ist aus dem Gleichgewicht und mit der Balance ist im Gleichgewicht. Dann hol dir bitte Hilfe, um das für dich zu entschlüsseln. Ich hätte hier gerne eine Abschlussbotschaft für meine Fische. Die neuen Münzen, okay, sehr gut. Oh ja. Die Herrscherin an der Unterseite des Decks. Okay, also. Meine Lieben, die Abschlussbotschaft ist die. Die neuen Münzen und die Hohepriesterin, das ist dein, ne? Die Hohepriesterin ist deine Karte. Es geht darum, erst diese Stabilität für dich zu bekommen. Erst, ne? Das ist auch die Single-Karte. Du musst erst mit dir selber ins Reine kommen. Du musst erst mit, ne, dich mit deinen seelischen Verletzungen auseinandersetzen. Bevor im Außen, die Gerechtigkeit ist die Balance im Außen, bevor im Außen das zurückkehrt. Denn alles, was dir das Außen spiegelt, ist dein seelisches Trauma. Und wenn du dieses seelische Trauma überwunden hast, dann wirst du sehen, dass du schon Glück hast und dass das Leben schon fair ist. Und die Gerechtigkeit ist vage Energie. Ne? Dass es faire Menschen gibt, dass es ehrliche Beziehungen gibt, dass es beständige, treue, loyale, gerechte Menschen da draußen gibt, die, ne, mit denen diese Beziehung möglich ist. Aber aktuell sind deine Beziehungsdynamiken ein Spiegel deiner Seele. Also muss erst deine Seele heilen, bevor diese Partnerschaft, ne, erst innere Balance, bevor äußere Balance sich zeigen wird. Und diese Prioritäten, die ich hier wahrnehme, die sollten hier Herrscherinnen-Energie, ja, Page der Münzen, ja, und da, die sollten in deiner ganz persönlichen Entwicklung liegen. Ne, vom Pagen der Münzen in den Ritter der Münzen, ne, diese Gedanken, die dich noch umtreiben, diese Kämpfe, die du in dir noch selber führst. Hier gibt es was zu lernen und vor allem etwas zu lernen über, dass du gut genug bist, dass du Liebe verdient hast. Ne? Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwertschätzung, wie du dich in der Welt zeigst. Und hier liegt definitiv dieser Entwicklungsprozess, ne, der jetzt für dich Priorität hat. Und ja, deine Prioritäten sollten auf Selbstheilung liegen, meine Lieben. Denn wenn du hier bist,
dann kommt der Rest von ganz alleine. Meine lieben Fische. So, ihr bekommt jetzt hier noch eine Abschlussbotschaft. Die glückliche Fügung, meine Lieben. Und hier, ne, habe ich ja gesagt, du hattest das Gefühl, nie Glück zu haben oder ne, das Glück ist dir nicht auf deiner Seite. Ergebnisse in Reichweite, believe me, die Herrscherin hier, das, ich will das auch draußen lassen, die Herrscherin, die wird Glück haben, weil sie was ganz anderes ausstrahlt und weil sie was ganz anderes manifestiert und weil sie was ganz anderes anzieht. Ne? Das Außen ist immer nur ein Spiegel unseres Innen. Und es geht jetzt darum, dich selber zu stabilisieren, eine Sicherheit und eine Beständigkeit in dir selbst zu finden, alleine glücklich sein, ne? Ohne dieses Feeling alone, sondern mir geht's gut alleine. Und dann wirst du sehen, dass das Glück auch auf deiner Seite ist, mein lieber Fisch. Also, die glückliche Fügung, meine Lieben. Das göttliche Prinzip hat einen Plan mit dir, zur rechten Zeit den richtigen Menschen auf deinen Weg zu führen. Du wirst einem Menschen begegnen, der für deine Lebensreise von großer Bedeutung ist. Allein höhere Mächte können diese Art von Begegnung herbeiführen. Du vermagst hier nichts. Achte auf die Zeichen, die sie dir senden. So, das ist das, was ich hier wahrnehme mit der Herrscherin, ne, Venus-Energie, Energie von Liebe, bedingungsloser Liebe, Gerechtigkeit, Waage-Energie, siebtes Haus, Beziehungen, Partnerschaft. Deine Prioritäten müssen erst auf deiner Seelenheilung liegen. Und wenn du das geschafft hast, wenn du diesen Weg gegangen bist, dann wirst du sehen, dass das Universum, ne, definitiv das, was du dir wünschst, Ergebnisse in der Reichweite, diese Person, die für deinen weiteren Lebensweg von Bedeutung sein wird, auf deinen Weg schickt, meine lieben Fische. Und so lasse ich das hier stehen. Puh, krasse Legung. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch viel Kraft, viel Stärke, viel Mut, da tief in euch reinzugehen, euch mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen, keine Angst haben, Hilfe anzunehmen, keine Angst haben, dich mit deiner Vergangenheit intensiv auseinanderzusetzen, denn am Ende des Tages wird das der Weg sein zu dem, was du dir im Hier und Jetzt so sehr wünschst. Und so lasse ich das stehen. Vielen Dank und vielleicht bis bald. Tschüss!